Wir sind heute für euch unterwegs, etwas außerhalb von Frankfurt im schönen Flörsheim bei Blue Bricks. Und hier dreht sich alles um das Thema Noppensteine. Was das genau ist, das zeigt uns jetzt gleich der Geschäftsführer, der Klaus, den wir hier treffen werden. Ja, hallo Klaus. Freue mich sehr, dass wir heute hier bei euch sein dürfen, bei Blue Bricks. Und vielleicht kannst du mal mir und vor allem auch unseren Zuschauern erzählen, hallo, was ihr hier eigentlich macht. Wir machen Noppensteine. Manche kennen es als Lego, bei uns ist es nicht von Lego, passt aber gut zusammen. Und wir machen es auch nicht unbedingt fürs Kinderzimmer, sondern wir machen es für die AFOBs, also Adult Friends of Bricks, die erwachsenen Freunde der Steine, der Noppensteine. Und da bringen wir Modelle, Modelle von Feuerwehrfahrzeugen, von Lokomotiven, von Autos, Architekturmodelle. Ja, Architektur ist ein gutes Stichwort. Wir wollen uns heute mit euch zusammen ein ganz besonderes Noppenbaustein-Set anschauen, nämlich ein Modell des Frankfurter Messeturms. Der Frankfurter Messeturm aus unserer Serie Blue Bricks Pro hat 2239 Teile und da sieht man schon so ein bisschen, das ist nicht unbedingt was für die Kiddies, die fangen nämlich nach 400 Teilen an Langeweile zu kriegen. Ist auch nicht ganz so einfach zu bauen, 51 cm hoch. Und ich denke, von unserem Designer sehr schön nachgebildet, inklusive hier unten der kleinen Eingang zur U-Bahn-Station und so. Ich denke, das gibt das Original bestens wieder. Und es ist in Vorbereitung, sollte erstes Quartal nächsten Jahres kommen, der Commerzbank Tower. Das klingt ja schon mal sehr spannend. Wir gucken mal, vielleicht kann ich den Klaus ja überreden, dass er uns schon mal eine kleine Vorschau auf den Commerzbankturm gibt. Das wäre natürlich was ganz Spannendes. So, und das ist hier noch als Prototyp unser Commerzbank-Tower. Von der Höhe ähnlich wie der Messeturm, aber wie das Original natürlich ein ganzes Stück voluminöser. Das stimmt hier jetzt noch nicht alles so richtig mit den Farben, weil das noch unser Prototyp ist. Der soll aber dann letztendlich so im ersten Quartal nächsten Jahres 2021 auch bei uns verfügbar sein. Ja, Klaus, wenn ich mir jetzt den Messeturm oder auch ein anderes Modell gerne kaufen möchte, wo kann ich das machen? Wie habe ich da die Möglichkeit? Also gar kein Problem, online natürlich unter bluebricks.com mit Doppel-X. Dann haben wir hier in Flörsheim für alle Frankfurter interessant unseren Lagerverkauf. Wir haben inzwischen auch über Deutschland verteilt den einen oder anderen Store, wo man selbstverständlich auch den Messeturm dann bekommt. Super, Klaus, dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass wir heute da sein durften. Glaube ich, ein ganz spannendes Thema für unsere Zuschauer, gerade mit dem Frankfurt-Bezug.